Geht ab, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Runde The Forest. Letztes Mal haben wir wieder eine kleine Höhlenexpedition gehabt. Digga, da hast du einen Vogel auf deinen Arm gehabt. Was ist los mit ihm? Wieso hast du mich umgebracht? Dornröschen, Muchachos, Bon, hallo. War das Dornröschen überhaupt? Keine Ahnung. Ah, nee, war das nicht die... Digga, guck dir das an, wie viele! Töten sie alle! Töten! War das nicht die Dame mit der Kürbiskutsche? Können wir bitte kurz festhalten, was hier für ein Vogelpark ist? Wir können ja die ganze Zeit Federn einsammeln. Oh, ich habe gar keine... Apropos Federn einsammeln, wir können sogar ein Vogelhaus machen, Deko, falls du noch nicht wusstest. Womit wir an Federn kommen, ohne Tiere umzubringen. Aber ja, man kann es natürlich auch so machen. Also ich muss sagen, ich habe damit kein Problem eigentlich. Also in der letzten Folge sind wir leider nicht weitergekommen in der Höhle, denn... Uns fehlt leider noch das Kletterwerkzeug. Wir haben ja schon relativ am Anfang die Taucherrüstung bekommen. Die hilft uns auch sehr, sehr viel. Aber Kletterwerkzeug ist genauso wichtig. Deswegen werden wir höchstwahrscheinlich heute die nächste Höhle erkunden. Und hoffentlich... Kannst du mal Bescheid sagen, wenn du abdüst, Alter? Du siehst das doch. Ich bin, ja, wenn du dann weg bist. Ich guck ja auch nur hier gerade. Nein, ich guck ja auch nur hier mir so ein bisschen die Gegend an. So, ich weiß ja selber nicht, wo ich langlaufe. Auf jeden Fall ist das heute so ein bisschen der Fokus. Oh mein Gott, und wir haben eiskalt das geile Dorf gefunden. Ja, das habe ich gesucht in der letzten Runde. Hier finden wir Seile. Hier finden wir höchstwahrscheinlich TNT. Hier finden wir ziemlich viel geilen Scheiß. Boah, Dick, komm her, Bruder, komm her. Boah, Treibstoffkanister nehmen wir schon mal mit und... Ich muss erstmal ein paar Pfeile craften. Ja, ich komme mal wieder zu dir. Wir bekommen nämlich Besuch. Hallo. Wie viele Pfeile hast du denn? Ich habe 13 noch. Jetzt habe ich 15 noch. Okay. Na, ich komme zu dir, damit wir gemeinsam ein Party machen können. Gemeinsam, einsam. Mach schon mal mein Pfeil und Bogen hier ready. Mhm. Das sind die Klaxigons, Alter. Bei Headshots, ey. Oh, hier ist eine Butze. Ja, ziemlich viele Butzen. Oh, das ist größer. War nicht hier TNT? Das habe ich doch schon gesagt. Okay. Ja, also hier alles mitnehmen, was geht. Kompletto. Ich dachte, wir kriegen Besuch. Hier ist doch gar nichts. Ja, die werden wahrscheinlich gleich wiederkommen. Die holen jetzt nochmal ihre Großfamilien. Aber hier war gerade jemand, oder wie? Ja. Hier wieder ein neues Outfit. Rote Farbe gefunden. Oh, ich glaube, dann sind wir Teil von denen. Safe, ne? Ja, also wir können es mal versuchen. Ich kann die gar nicht mitnehmen, ich kann nur direkt auftragen. Genau, genau. Okay, nehme ich auch. Und? Ja, wie viele neue Outfits noch, Alter? Hast du das Bild auch mitgenommen? Ja. Eine Pistole. Ist das eine Pistole oder eine Axt? Hm. Bild? Ja. Habe ich mir nicht angeschaut. Meinst du, wir wollen uns bei denen hier einfach mal ansiedeln? Wie wär's, wenn wir einfach hier? Oh, hier ist Motorsägen, Benzin. Ja, Treibstoff. Ich weiß leider nicht mehr, wo wir die Motorsäge bekommen, aber es würde auf jeden Fall sehr interessant. Greif die mal nicht an, weil du hast jetzt ja deren Farbe, oder? Also die haben mich angeknurrt gerade. Ja, okay, ja, das machen wir. Aber die sind auch blau. Das ist die Kommunikation von denen. Also lass die mal ruhig in Ruhe. Vielleicht ist ja alles gut, weißt du? Hier ist ein Treibstofftank. Ja. So, wir machen... Wie? Greifen die an, oder was? Hä, wir sind doch Teil von denen. Deine Mama, Junge! Was für... Oh, da kommt der nächste! Oh, das war ein guter Treffer. Da kommen noch, glaube ich, gleich ein paar mehr. Ja. Alter Schwede, guck dir mal den Lachs an. Ich glaube, den hat es nicht so gut erwischt hier. Alter, wieso fliegt hier die Bank durch die Gegend? Hier, guck dir das an. Das ist eine merkwürdige Kamasutra-Stellung, würde ich sagen. Liegt da niemand. Nein, nicht! Das ist nur Boden. Oh, hier ist ein Höhleneingang. Ah, okay. Runter-Rappler. Ja, fliegt die ganze Zeit so eine Bank durch die Gegend, hast du das nicht? Nee. Hier, die ganze Zeit so eine Bank, die durch die Gegend hüpft. Vielleicht ist hier der Geist der vergangenen Inseln. Wir sind ja alle Typ jetzt abgehauen. Wollt noch ein bisschen metzeln. Siehst du das nicht? Diese ganzen Leichen hier rumhängen? Wir oh, Soda! Beine, oh. Ja. Oh, ich hab TNT gefunden. Oh, Soda. Soda! Sehr viele Soda! Oh, Soda. Hier, Deko, full drink. Wichtig. Mitnehmen. Habe ich alles. Hier ist auch noch Soda. Oh ja, oh, und das TNT ist so halt, ein geiler Lootplatz. Bam! Stoff. Seil. Soda. Ja, ein bisschen mehr Licht wäre ganz gut. Platz mehr für Soda, aber ich kann mal einmal trinken, weil wir haben es ja, hallo. Und sehr viel Stoff bekommen wir hier auch, das ist auch sehr geil. Und TNT, nice! Was ist das? Oh, da kommt wieder einer. Ja, ich sehe es gerade. Digga, der soll mich in Ruhe lassen! Eumelin, los! Ey! Mach ihn fertig! Sehr gut. Guck mal, da hinten, File to the knee. Kommt noch einer. Was wir mal versuchen könnten, vielleicht einfach mal TNT benutzen, oder? Was hältst du davon? Leg mal die Leichen irgendwie auf einen Platz, ich kann da mal TNT reinwerfen. Was hältst du davon? Oh, sie hat geschrieben. Warte mal, hier. Hier, Deko. Aber es sind aber ein paar mehr jetzt, ne? Warte, lass die mal in Ruhe. Hey, Deko, warum? Yo! Alter! Kofferweitwurf! Wieso?
Ja, den hast du gut erwischt. Jetzt nur noch die letzte Dame, die gerade wegrennt. Und dann haben wir, glaube ich, oder hast du alles hier geklärt. So. Sagen wir mal so. Geklärt. Stoff nehmen wir natürlich mit. Wie gesagt, Stoff ist wichtig. Ne? Wie viel Stoff hast du gerade? Ich habe 117. Ich verbrauche aber auch wirklich arschviel immer in den Höhlen. 112 habe ich. Okay, musst du noch mehr looten. Noch mehr looten und leveln. Ja, Hauptsache die ganzen Leichen hast du schon zusammengetragen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Perversling. Madam. Darf ich da ein Dynamit reinwerfen? Dynamit? Ein Dynamit, ja. Darf ich? Mir aus, schmeiß da ein Dynamit rein. Aber danach kannst du, glaube ich, da nichts mehr draus bekommen. Aber wollen wir es einfach mal testen? Ich brauche Pfeile. Ich brauche Knochen. Ja. Oder wir kriegen Insta-Knochen. Kann auch sein. Ich habe noch 9 Knochen. 9 Knochen, aber ich glaube, das ist maximal. Ich glaube 9. Oder auf jeden Fall nicht ganz so viel. Nee. Auf jeden Fall nicht viel, nicht viel. Ja, dann verbrennen den Lachs mal. Deren Butze übernehmen hier? Ja, ist eine gute Idee. Was du auch machen kannst in den... Kriegen wir Stress mit denen mehr, wenn wir bei deren ehemaligen Zuhause zählen? Nö, das feiern die, glaube ich. Das finden die gut. Ja? Ja. Guck mal, der freut sich schon hier, den Typen, den ich habe. Der will mir, glaube ich, eine kleine Rundführung geben. Aber... Ja, ob da wieder ein ganzes Dorf kommt hierher? Willst du wieder was machen mit den Eingeborenen? Hallo? Ich bin hier. Hallo. Hallo. Alter, da kommen mindestens 3, 4, 5. Okay, ja. Das wird jetzt lustig. Okay, Nummer 1. Den kannst du mal wieder wegjieten. Hallo. Digga, das wird so ein Kräuterhaufen hier. Ey. Sehr gut, sehr gut. Ja, den nehme ich dir mal mit. Ich habe noch irgendwas gehört. War das ein Schwein? Nee, aber hier also, da läuft noch jemand. Ja, sehr guter Treffer. Aber leider kein Headshot. Komm her, du Lachs! Wieso? Ja, manchmal ist das Zielen doch ein bisschen random. Digga, ey! Ey, der ist Neo! Ich hab, by the way, Matrix geschaut, den neuen. Und? Der war echt... Scheiße? Random. Echt? Ja, okay. Also es war so auf Krampf versucht, irgendwie an die alten Erfolge anzuknüpfen. Und die haben es auch erwähnt, wie geil episch damals Matrix war. Okay, das ist schon random. Irgendwie ein bisschen, ja. Random war auch das Wort, das ich benutzen wollte. Hast du den nicht erwischt oder was? Nee, ich bin noch nicht so gut in Pfeil und Bogen. Muss auch noch ein bisschen üben. Du hast übrigens also ganz viele... Hat er sich da versteckt. Du hast übrigens noch ganz viele Seile in den Hütten, die du mitnehmen kannst. Die hängen so ein bisschen runter. Ich hab auch... Oh, okay, ein paar habe ich mitgenommen, aber wenn da noch mehr sind. Mal schauen, hier ist nochmal... Ja, es kommen wieder 2 Leute, Deko. Also, ja, hier ist für eine fette Party. Ein Seil. Oh, nochmal Flares habe ich aber schon voll. Okay, den habe ich endlich auch mal erwischt hier. Ich komme. Den habe ich auch erwischt. So ein Scheiterhaufen, ne? Alter, ey, wo habe ich den getroffen? Genau. Digga, in seine Nase. Ich habe genau seine Nase getroffen. Besser konnte man gar nicht treffen. Hier, Deko, sammelst du den auch noch ein? Brauchst du aber. Ne, hier liegt gerade noch jemand. Wo ist denn der Scheiterhaufen? Hä, das war die... Hier. Hammer war die Schulter, ey. Ey, ohne Mist, gleich ist die Insel hier mutantenfrei. Ich glaube, das kann man jetzt wirklich so sagen. Da kommt schon wieder einer an. Da kommen so viele Leichen drauf. Alter, das war eigentlich ein Headshot. Ja, soll ich schon mal starten oder willst du den auch noch mitnehmen? Ich will den mitnehmen. Dann würde ich sagen... Und eigentlich wollte ich die Dame noch mitnehmen, aber die ist jetzt... Ich würde da gerne mal TNT reinwerfen, darf ich? Wäre richtig lustig. Ah, okay, mach. Ja? TNT! Alter, wie viele das sind, ey. Hey! TNT! Immer ein bisschen deine Might! Anschauen! Ja! Fleischreden! Krass, Alter. Alter, guck dir das mal an, ey. Okay, das ist ein bisschen makaber. Hast du gut gemacht, Marvin. Danke. Danke. Alter, das war jetzt ein bisschen krank. Und wir haben keine Knochen bekommen. Wir haben alle Ressourcen verschwendet. Wir haben dafür sehr viel Muskelfasern rumliegen. Also, aber damit können wir nichts machen, leider. Schade. Ja, schade. Aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt. War erfolgreich. Oh, was haben wir denn noch hier? Drinks? Kann keine Seile mehr tragen. Alter, Phil, dann hast du aber schon gut viel Scheiße zusammengesammelt. Geil. Oh, nee, ich hab Tennisball. Ach so, ich glaube, wenn du die Leichen hier nochmal haust, ich glaube, da kann ab und zu ein bisschen Cash rausfallen. Nicht immer, aber immer öfter. Was zu essen? Irgendwas zu essen, nee. Dabei? Riegel. Oh, da viel Geld raus, ja. Funktioniert. Sehr gut, ja, sehr viel Geld. Ja. Aber ich glaube, in echt findest du selten so Leichen, die irgendwo rumhängen, weißt du? Hallo? Ja, darauf an, wo man sich so rumtreibt, ne? Ich glaube, das ist auch eine gute Frage, ja. Dann lass uns mal weiterziehen. Ich werde noch ein paar Blaubeeren snacken. Die Höhle runter hier oder was? Wie bitte? Die Höhle hier runter?
Nee, ich dachte, wir gehen irgendwo rein, dass wir die gesamte Höhle mitnehmen, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du ja nicht. Oh. Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwo in Richtung Water, be water, my friend, noch eine Höhle ist. Da würde ich gerne hingehen. Oh, ich glaube, das ist... Oh, Flares. Oh, ja. Oh, ja, dankeschön. Das sind Computerteile. Oh, Computerteile. Ja. Ich kann eins, scheiße. Hier, warte, Computerteil, Münzen. Und eine Uhr. Eine Uhr, was fehlt noch? Computerteile, Alkohol. Alkohol? Ich hab kein Alkohol dabei. Nix Alkohol! Kein Alkohol. Okay. Hast du Alkohol? Ja. Warte, was kommt denn da noch rein? Sprengstoff. Jetzt gib mir doch Alkohol, Junge! Warte, ich schaue gerade. Hallo? Ich schaue, was ich brauche. Hallo? Okay, ich habe ein Alkohol noch. Willst du Alkohol haben? Hallo. Hier, guter Alkohol, guter Jahrgang. Möchten Sie haben, bitteschön. Hallo, wackel nicht so rum, Junge. Dankeschön. Wackel nicht so rum. Zack, das. Dann eine Uhr. Ja, Münzen. Ist egal, wie viele Münzen. Ja, einfach eine Handvoll. Leiterplatte, Klebstoff, let's go. Klebeband, check. Kann ich das letzte Computerteil hier auch noch mitnehmen? Ich verschwende. Ich habe maximal Hunger. Also fast maximal Hunger. Ja, dann isst doch ein paar Blaubeeren. Ich check hier nochmal kurz die Umgebung ab. Ah, ich glaube, hier sind wir richtig. Also, ich hoffe, hier sind wir richtig. Okay, ja, ich komme. Ja, ich glaube, wir sind gleich wieder bei der Absturzstelle. Kann das sein? Hier sieht gefühlt alles gleich aus. Wir müssen demnächst auch mal wieder schlafen gehen. Nice. Und, ist hier ein Eingang? Also eigentlich, überall, wo so ganz viele Totems sind, da ist eigentlich auch immer fette Party. Entweder ein Höhleneingang. Oder irgendwas anderes, aber hier finde ich gerade nichts. Vielleicht bin ich auch einfach zu blind. Hallo. Okay, ich gehe auf jeden Fall schon mal Richtung Water. Stoff mitnehmen. So ein Ding weg. Ey, hier ist aber auch ein cooler Spot, muss ich sagen. Das gefällt mir hier. In der Nähe vom Wasser. Alkohol. Ja, Alkohol? Wo ist eigentlich der ganze Alkohol hin? Die brauchen, glaube ich, Alkohol wieder in den Koffern. Aber ich habe unfassbar viel, es könnte sein. Ich habe unfassbar viele Molotov-Cocktails. Echt? Ich habe 2. Glaub ich. 5 oder so. 6. Oh. Also nicht so unfassbar viel, aber ein paar. Oh, wieder ein bisschen Sonnenhut. Also das Einzige, was ich jetzt gerade mache, ist ja so ein bisschen die Gegend abchecken. Oh, hier sind wir wieder. Ah, okay. Ich bin jetzt bei der Yacht, wo wir ein paar Schildkröten weggeäumelt haben. Und genau so eine Schildkröte hätte ich jetzt gerne. Und hier in der Nähe übrigens ist auch ein Eingang in eine Höhle. Die können wir auch noch unsicher machen. Hallo. Aber erstmal will ich Schildkröten umbringen. Oh ja. Alter Junge, es wird Alkohol. So fucking dunkel. Alkohol, ja. Alkohol. Ja, aber nur eine Flasche. Noch mehr. Viel mehr. Ja, sonst ist hier nichts. Zu stöhnen hier. Ja, dann sollten wir erst einmal wieder schlafen gehen, glaube ich, oder? Ich glaube, hier war in der Nähe irgendwo so ein Zelt. Das können wir nutzen. Wir können dann auf der Yacht schlafen, oder? Stimmt, aber dann müssen wir rüberschwimmen. Wollen wir es machen, oder? Ey, Zombies hin. Ey, in der Yacht oder auf der Yacht sollten wir richtig safe sein. Oh ja, jetzt wird es aber auch wirklich dunkel. Ja, lass uns das machen. Gab es nicht ein Hai? Ja. Ich glaube schon. Okay. Also es gab hier auf jeden Fall tote Haie. Sing! Ah, stimmt, ja. Die erinnere mich noch. Aber einen Lebenden noch nicht gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also gibt's bestimmt auch irgendwo. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass der hier nicht hinkruist. Ja! Digga, wie dunkel es jetzt einfach plötzlich wird. Ich sehe nichts! Aber es war eine gute Idee hier. Ich so wieder Snacks und so. Oh, nehme ich. Oh, Geld. Ganz viel Geld. Münzen. Oh ja. Ja. Oh, Alkohol. Oh ja, Alkohol. Fett Party. Münzen. Ja. Ich kann nicht mehr tragen und schlafen. Ja, okay, ich auch. Also hier darf nichts passieren. Hier sind wir richtig safe. Errungenschaft freigeschaltet, 5-Sterne-Hotel. Hm. Weil wir hier so fühle ich mich auch. Boot geschlafen haben. Oh, jetzt können wir hier schön morgens erstmal einen Snack trinken. Ja, ist geil, und Soda, ne? Trinken. Und noch einen Snack. Noch mehr Snacks. Geil. Habe ich hier noch mehr? Oh ja, Alter. Noch irgendwas? Soda. Sonst leider gar nichts. Wir könnten vielleicht jetzt schon mal die Sauerstoffflasche kombinieren, einmal benutzen. Damit das Tauchergerät wieder gefüllt ist. Wie kann ich die? Achso. Einfach benutzen. Ich habe eiskalt 4 Stück davon. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alles hier oben. Waren, glaube ich, auch noch ein paar Snacks, oder? Hier so verteilt irgendwo. Seil alles haben wir schon. Genau. Nee, okay. Dann würde ich sagen: Okay, let's go. Wo sind die Schildkrötis? Kuckuck. Oh, da sind welche. Ja, los, schwimmt an Land, ihr kleinen Chakos. Ich bring euch alle um, euer hier. Ja, ich bring euch alle um, ihr dreckigen Viecher. Ja. Guck mal, da ist noch einer. Ja. Oh. Ja!
Ja, stört dich so, wenn du Schildkröten abschlachtest. Okay, du musst auf jeden Fall den Panzer mitnehmen, Deko. Nimm den Panzer mit. Ich treff sie nicht. Wie? Töten! Ah, endlich. Ja. Gib mir deinen geilen Panzer. Oh, Panzer! Nimm den auf jeden Fall mit. Jetzt komm mal her. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Alkohol mit und dann machen wir uns eine richtig geile Station hier. Ja, da oben ist einer. Weißt du, wie ich das mache? Ich mache es einfach so. Kuckuck, ciao! Geil, oder? Digga, was willst du denn? Geholfen, aber. Ja, Digga, der hat... Nee, der hat Schulter. So, den aber. So, der kann da ruhig bleiben. Ich hab keinen Bock auf den. Ich hab einen Zahn gefunden. Aber ist cool, oder? Und das Digga, Geile ist... Cool. Das Geile ist, du kannst eine ganze Achterbahn bauen. Wo du... Hast du das gemacht? Du nimmst einfach die Schildkröten, den Schildkrötenpanzer in die Hand und dann springst du... Und drückst die linke Taste. Und so kannst du irgendwo runter jeeten. Also je steiler das ist, desto besser ist es natürlich, ne? Das kann man auch nochmal so sagen. Oh! Oh! Mhm. Oh yeah. Ist ja richtig nice. Ganz genau. Okay, das ist schon Urlaubsfeeling, muss man sagen. Ja, hat was, ne? Und hier irgendwo ist der Höhleneingang gewesen. Irgendwo hier. Hallo. Ich hab jetzt schon drei, ja. Hab ihn gefunden, Deko. Hab ihn gefunden, Deko. Ja. So, Pfeile. Mach ich mir mal kurz. Hier. Ich hab jetzt vier Tarnungs-Dinger. Kein Plan, was mir das bringt, aber ich hab vier. Ich auch nicht. Oh, ich hör zwei Dudes bei mir. Ja, deswegen, lass uns mal hier in die Höhle reingehen, Deko. Komm her. Lauf einfach an mir vorbei. Ja, weil du getarnt bist. Nein, komm zu mir! Ja, weil du nicht getarnt bist. Dann würde ich sagen, see ya, ich bin weg. Ich geh jetzt direkt in die Höhle rein. Nochmal ihre komischen Dinger. Wow! Warte mal, neuer Eintrag auf deiner To-Do-Liste hinzugefügt? Weil ich in die Höhle gegangen bin? Was steht denn auf meiner To-Do-Liste, Brudi? Wir haben To-Do-Liste. Zum Beispiel gerade einen neuen Eintrag bekommen, fürs Kinderzeug. Erkunde feuchte Höhle, erkunde Unterwasserhöhle, erkunde Höhle auf Felsvorsprung, erkunde Wasserfallhöhle. Gibt noch einige Sachen, die wir machen müssen. Und jetzt sehe ich absolut gar nichts mehr. Bist du auch schon hier drin? Bin jetzt gerade reingekommen, ja. Wieder meinen Bogen in der Hand, eine Taschenlampe. Ja, ich sehe hier absolut... Digga, ist die Taschenlampe an? Oh! Kann ich die anmachen? Oh. Kann ich die anmachen? Oh. Wieder eingekackt? Ja, weil hier der Koffer laut war. Kannst du den aufmachen? Oder Koffer, ich mach den auf. Laut. Ja, es hört sich komisch an, aber ja. Hallo. Ich habe jetzt keine Taschenlampe mehr, Mann. Das regt mich richtig auf. Kannst du die nicht wieder dekonstruieren? Nee. Sieht nicht so aus, ne. Oder, warte, alles entfernen? Ah, auseinandernehmen. Ah, geht doch. Okay. Sehr viele Taschenlampen. Aha. Waren wir hier schon mal? Sieht immer so aus, wenn wir schon mal gewesen wären. Aber irgendwie auch doch nicht. Wir gehen jetzt noch weiter. Also wie gesagt, du darfst auch gerne mal ein paar... Oh, ich hab da irgendwas gesehen da hinten. Da irgendwo. Wer ist schmeißen, meinst du? Hey, hier waren wir doch schon mal, oder? Also hier ist nochmal ganz viel Geld. Oh ja, ich bin reich, Bruder, ich bin reich. Hier, alles zerstören, was geht. Für Stoff. Ja. Alohol. Was ist hier? Geht's hier weiter? Oh! Deko! Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich brauche ihre Macht. Ganz viel Geld. Oh, Geld? Okay, dann komme ich da auch nochmal hin. Was? Wie Geld? Okay, ich komme auch. Hallo? Koffer liegen hier noch an. Und ich habe irgendein Roboterteil hier hinten. Oh, nice! Können wir den irgendwann zusammenstecken für Timmy? Ich habe jetzt hier richtig krass Licht gemacht, ne? Ja. Zwei alles Batterien mitnehmen. Gefunden hier. Hier ist Medizin noch. Oh ja. Mehr. Next. Alter, ich bin reich! Wir müssen gleich mal einen Taschencheck machen, wie viel Knete wir haben. Oh, ein Computerteil. Okay. Meinst du, das kann man wegsprengen hier? Es sieht so aus, als könnte man das wegsprengen. Weiß ich nicht. Kann man Sachen einfach so wegsprengen? Ja, aber das sieht so krass aus. Was ist los? Das ist aber so scheiß dunkel geworden. Oh, hier ist noch mehr Stoff. Nimm alles. Oh, noch mehr Geld. Alter, ich bin so reich. Ich habe schon 300 Münzen und 27 Geld. Ich habe 1600 Münzen. Ja, was? Und 56 Wie? Geld. Hä, hey, was? Keine Ahnung. Oh, Computerpart ist hier. Okay, noch? ich hab 2180, sorry. Ja, ich bin richtig rich, hallo. Zack. Dann Klebeband. Der Klebeband ist auch sehr wichtig. Münzen. Was braucht ich jetzt? Noch? Achso, du willst wieder eine Bombe herstellen? Ja, weil hier wieder ein Computerteil liegt. Bombe gebaut. Ja, ich auch. Ich habe jetzt 5 Stück. Oh, ich habe ziemlich viel vergammeltes. Warte mal, vergammeltes Fleisch hier gefühlt. Warte mal, Rohrs. Nee, lassen wir. Okay, ich brauche deine Axt hier. Hier, Deko, los, komm her. Deko, komm her. Hallo? Los. Hier waren wir da schon. Mach das kaputt.
Her. Her. Ja, geh weiter. Wieso soll ich vorgehen? Hey, ja, warum soll ich vorgehen? Meine Batterie ist leer. Meine Taschenlampe. Taschenlampe. Hey, wurden wir nicht genau hier mal angegriffen? Hier habe ich mich doch letztes Mal eingeschissen. War das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. Wo sind denn meine Batterien? Oh ja, hier ist fette Party. Deko. Wo zum Teufel liegen die Batterien? Kannst du das sagen? Ich habe so viel, ich habe so Durcheinander beim Zeug. Ja, warte, ich muss hier kurz ein paar Leute umbringen. Hallo? Und? Die Batterien, sie sind... Digga, ich hab Haarspray. Oh, ich werd... Hab ich auch. Ich werd... Marvin! Brennende Hölle, du Loser! Hast du das Geld mit Haarspray angesprochen? Ja. Ja. Wir haben einen Zahn aufgesammelt von ihm. Warte, tot. Den anderen verbrenne ich auch. Da ist noch ein Zahn. Aua! Ey, das ist aber gefährlich! Stirb! Digga! Stirb! Digga, Flammenwerfer, ey. Ey, das ist geil! Was habe ich hier noch so für Krams? Ein Überlebenshandbuch? Mhm. Hallo, die Batterien brauchte ich jetzt eigentlich. Bruder, ich habe absolut keine Ahnung, wo die Batterien sind. Ich habe 100 pro Batterien schon aufgesammelt. Wo sind die? Ja, 8 Stück habe ich hier. Unter der Kassette. Hast du eine Kassette eingesammelt? Unter der Kassette. Ah! Ach, die sind in Packungen drinne. Als ob. Ja, nochmal. Okay. Eingesammelt. Oh, ja. Du kannst die Taschenlampe an einen handgemachten Bogen, einen modernen Bogen, eine Steinschlosspistole, eine Kettensäge. Kannst du die dran packen. Na, 10 mir mehr, ja. Oh, hier geht's runter. Und hier geht's auch weiter. Ah, nee, jetzt hab ich wieder verdorbenes Fleisch eigentlich. Hier ist Alkoholdeko. Ey, ist aber. Ey, also wenn wir beide eine Taschenlampe haben, dann geht's. Aber alleine, das ist schwierig. Oh. Guck mal hier, Deko. Geht hier weiter. Ach, guck mal, hier haben die doch letztes Mal auch ihre Herzen versteckt. Da waren wir hier schon in der Höhle, ne? Das ist die Herzhöhle. Ich will die Taschenlampe. Oh mein Gott, ey. Ich sehe nichts mehr. Aber da unten waren wir dann schon, oder? Eigentlich schon, glaube ich. Digga, ich hab ein bisschen Angst im Höschen. Aber nur ein bisschen. Das heißt, wir müssen noch eine andere Höhle kennenlernen. Oder es geht hier noch weiter, ne? Das kann natürlich auch sein. Alter, ich sehe aber gar nichts. Medizin? Aber es sieht nicht so aus. Ja, wollen wir wieder aus der Höhle raus oder wollen wir da weiter gucken? Ich glaube, wir kennen die Höhle schon. Ja, ich glaube auch. Ich guck hier so mal. Oh, Alter, richtig viel Stoff. Digga, ich muss jetzt hier nochmal kombinieren. Alter, nochmal richtig viel Stoff. Und noch ein dicker Gucci-Koffer mit ganz viel Stoff. Ja. Yeah. Okay, ich baller da jetzt einfach mal Dynamit hin, um zu schauen, ob man das vielleicht wegsprengen kann. Alles ohne Gewehr. Okay. Mal zurück. Nope, okay. Hab ich wackeln hören. Da war nichts. Gar nichts. Nee, aber eine Uhr habe ich hier noch gefunden, die nehme ich nochmal mit. Alter, ist das dunkel hier. Kann ich den Laptop hier verschrotten? Eiskalt kann ich. Okay, habe ich keinen Platz mehr. Eigentlich soll ich wieder noch ein Dynamit zusammen... Kann ich noch ein Dynamit zusammen klustern? Parts, Alkohol, ich habe kein Tape mehr, scheiße. Tape kann ich dir geben, habe ich noch 5 Stück, warte mal, hier. Okay, ich sehe absolut gar nichts mehr. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Okay, das Ding, Tape, Münzen. Kann es sein, dass es noch dunkler geworden ist? Ich seh gefühlt gar nichts mehr. Alkohol. Ja. Okay. Okay. Hier hing noch eine Uhr an den Armen von den Leuten. Ja, Uhr habe ich mitgenommen. Ist, glaube ich, runtergefallen. Hier ging es nicht weiter. Kann man hier irgendwo hoch? Hier? Oh. Nee. Hier geht's aber nicht weiter. Oh, ich kann hier aber fast hochklettern. Oh, hier geht's einmal rum. Schaukelte. Aber hier geht's dann... Ich hab doch hier eine Uhr gehabt. Nee, ich hab mich verlaufen. Ich möchte gern zurück. Ah, nach oben. Ah, okay. Aber hier geht's noch weiter, oder? Aber von da... Also kommen wir von da? Ich glaube, wir kamen von hier. Hallo? Lass uns hier mal hochgehen. Okay. Weil den Rest der Höhle kennen wir auf jeden Fall schon. Okay, dann klettern wir mal nach oben. Wir kommen wahrscheinlich gleich in so einem Haus, in so einer Familie, die gerade im Kreis sitzt, nach oben. Aber haben wir jetzt schon eine Höhle vollends erkundet? Also, ich glaube, die To-Do-Liste sagt immer noch, du bist am Arsch. Ja, du bist am Arsch. Warum? Ich habe absolut keine Ahnung. Dann würde ich sagen, rennen wir jetzt erstmal zurück zu unserem Haus. Da waren wir jetzt ja gefühlt seit 8 Folgen nicht mehr. Alter, ne, schon Ewigkeit. Und oh, dieses Blaubeeren, war das von Blaubeeren? Oh, oh, Blaubeeren, wo? Ich will auch Blaubeeren, hallo? Oh ja, nehme ich auch. Oh ja, das ist super nice. Die Natur den Beutel. Gibt, Muchachos, die Natur gibt. Oh ja, das ist sehr gut. Dann können wir uns auf jeden Fall in der Basis nochmal ein oder zwei kleine
kleine Büschchen fertig machen. Samen, ich habe auch Aloe Vera Samen. Ja, ich glaube, ich habe auch Sonnenarschsamen. Oh, Sonnenhutarm, ja, nehme ich. Sonnenhutarm. Mhm. Hier, Ringelblume, ne? Ah, hier in den Koffern war noch Klebeband drin. Oh, das ist bei mir noch alles ungeöffnet. Bei mir auch. Huh! Alkohol. Ja, noch mehr Batterien. Okay. Ja gut, dann war es doch wieder eine erfolgreiche Höhlenexpedition. Leider eine Höhle, wo wir schon mal waren, aber dann kann ich die schon mal abhaken. Dann weiß ich, wo da der Eingang ist. Ich glaube, wir sind da nämlich anders reingegangen. Ich glaube, wir sind da letztes Mal runtergeseilt. Kann das sein, wo wir jetzt gerade hochgekommen sind? Ich glaube, so sind wir da reingekommen. Und da sind wir schon wieder. Das könnte gut sein, ja. Oh ja, schön, hier ist ja unsere Butze. Geil. Dann zusammen mit mir. Zurück zu Hause. Ich glaube, wir bräuchten auch noch mal einen weiteren Ständer. Ich meine, ich hab da was auf Vorrat. So. Nein, wir sind nicht 32. Warum fragst du? Oh, ich hab 30 Baumharz gesammelt, alter Schwede. Herr Deko, ich hab hier noch was für dich hingelegt. Willst du dir das kurz anschauen? Ist nicht ausgelöst, ja. Extra für dich hier. Guck mal bitte hier. Also hier habe ich ja schon mal gutes Steak. Das eine ist schon ein bisschen vergammelt, aber das ist jetzt hier für dich. Boah. Ja, geil, oder? Also ein geiler Oberschenkel, ja. Warum? Ist auch ein Unterschenkel. Anatomie, ich habe Medizin studiert. 4 Semester lang eigentlich. Muchachos! Klar, denke ich. Wenn es euch gefallen hat, brezelt den Daumen nach oben. Dann versuchen wir in der nächsten Folge mal eine Höhle zu finden, wo wir noch nicht drin waren, um die legendäre Kletterausrüstung zu finden. Guck mal, ob da was so einfach zu sein. Scheint gar nicht so einfach zu sein. Und ich würde sagen, zum Abschluss, Deko. YOLO! Alter! Hi. Digga, das war aber ein Sturz und keine Fahrt, oder? Ja, wie schaut's bei dir aus? Oh, 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 oh. Ich spring vielleicht hier lang, oder? Warte mal. Ey, ich hab was vor. Guck mal von da unten. Guck mal, warte. Ich komm. Ja, okay, warte, wo? Fang mich. Digga, richtiger Hase. Ich will noch mal eine Sache fertig machen. Also es tut mir leid, ist doch noch nicht vorbei. Ach, dann kann ich das jetzt noch gar nicht basteln. Gut, Muchachos, dann geht das erst, sobald wir Timmy gerettet haben, höchstwahrscheinlich. Dann bekommen wir nämlich noch ein paar extra Sachen. Ich glaube, so funktioniert das. Ja. Dann können wir vielleicht da irgendwann noch mal so eine schöne Bobbahn, so eine Bob-Abfahrt fertig machen. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben brettern. Ich habe richtig Bock, hier weiterzumachen. Bis dann, reingehauen. Assalamualaikum. Ciao, ciao.